Mitten in dieser englischen Woche geht es für unseren FC Astoria zur zweiten Mannschaft vom ersten FSV Mainz 05. Nach dem Sieg am letzten Freitag in Stuttgart will die Mannschaft von Matthias Born jetzt gleich mit einem weiteren Erfolgserlebnis nachlegen und somit weitere wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln. Die Mainzer sind aber direkter Tabellennachbar und brauchen so die Punkte genauso nötig. Und in einem ausgeglichenen Spiel sollte dann die erste Chance den Gastgebern gehören. Niklas Kölle bringt den Ball in die Mitte. Dort lässt dann noch Jonathan Burkhardt Tim Grupp ins Leere rutschen, scheitert dann aber an Jürgen Renner in unserem Tor. Wie aber schon beim Sieg über den VfB 2 versucht unser FCA wieder schnell und direkt in die Spitze zu spielen. Hier kommt Erik Weggesser, aber einen Schritt zu spät und so kann der Mainzer Torhüter noch vor ihm klären. Für Tim Fahrenholz geht es schon früh verletzungsbedingt nicht mehr weiter. Für ihn kommt Pascal Panda neu ins Spiel. Weiter mit einem Eckball für Mainz. Der Ball kommt gefährlich. Gürleyen köpft über das Tor. Das war alles andere als ungefährlich, ist aber doch nochmal gut gegangen. Es ist aber ein Spiel auf Augenhöhe. Gegen die mit Lizenzspielern gespickte Mainzer Mannschaft halten unsere Walldorfer voll dagegen. Erik Weggesser hat seine gute Form vom Freitag mit hier nach Mainz rüber gerettet. Seinen Schuss aus spitzem Winkel kann dann Finn Dahmen aber doch klären. Und so läuft dann schon die 45. Minute. Nochmal Eckball für den Mainzer Nachwuchs. Sandro Löchel bringt die Bälle ja immer gefährlicher rein. Und auch diese Ecke kommt gut. Barreiro Martins ist da, hält den Kopf hin und die Kugel geht ins Tor. Kurz vor der Halbzeitpause geht Mainz tatsächlich doch noch in Führung. Der Torschütze Leandro Barreiro Martins spielt diese Saison vornehmlich in der A-Junioren-Bundesliga, ist aber auch schon in der ersten Liga und auch schon hier in der Regionalliga zum Einsatz gekommen. Jürgen Renner sieht da beim Gegentor aber nicht gut aus. Er ist da unter dem Ball hindurchgetaucht. Es gibt aber einen kleinen Nachschlag auf die erste Halbzeit. Unter anderem aufgrund der Verletzung von Tim Fahrenholz. Das Spiel ist gerade erst wieder angepfiffen. Der Stadionsprecher verkündet noch das Tor. Da bringt Nico Hillenbrand den Ball nach vorn. Der wirkt ungefährlich, doch dann ist da Weggesser und der trifft direkt zum Ausgleich. Im direkten Gegenzug gleichen unsere Jungs aus. Das ist wichtig, dass sofort eine Reaktion erfolgt. Für Erik Weggesser ist es der 8. Saisontreffer. Jermaine Heusel hat da in der Mainzer Defensive nicht aufgepasst und so den Ball an Weggesser vertändelt. Und mit dem 1:1 geht es dann auch in die Halbzeitpause. Und direkt weiter mit dem zweiten Durchgang. Unser FC Astoria würde natürlich am liebsten 3 Punkte aus dem Mainzer Bruchwegstadion entführen und spielt weiter auf einen eigenen Treffer. Der Abschluss von Benjamin Hofmann wird hier aber noch geblockt. Der daraus resultierende Eckball bringt nichts ein. Dafür machen wir aber mit einem anderen Eckball unseres FCA weiter. Der Ball von Semi Şahin wird geklärt. Aus dem Rückraum kommt aber Panda zum Schuss. Barreiro Martins bekommt da gerade noch das Bein dazwischen. Schade. Unsere Mannschaft steht defensiv wieder sehr stabil. Lässt wenig von der Mainzer Offensive zu. Auch als Yannick Mause den Ball vor das Tor bringt, hat Tabe Nienti aufgepasst und klärt. So sind wir tatsächlich schon in der Nachspielzeit, als unser FCA noch einen Eckball hat. Das macht wieder Semi Şahin. Müller mit dem Kopf und dann Hillenbrand. Auf der Linie kann der Torhüter mit einem tollen Reflex gerade noch retten. Das schauen wir uns natürlich nochmal an. Das wäre um ein Haar der Lucky Punch gewesen. Nach dem Kopfball von Müller macht Hillenbrand mit der Hacke den Ball erst so richtig heiß. Aber Finn Dahmen im Tor hat nicht umsonst mehrere Juniorenländerspiele bestritten. So bleibt es bei der Punkteteilung. Unser FC Astoria holte somit in 2 Auswärtsspielen gegen direkte Konkurrenten immerhin gute 4 Punkte und kann so mit Selbstvertrauen in das Heimspiel gegen den SSV Ulm am Samstag gehen.
Ich denke, wir haben heuer Abstiegskampf gesehen, ja, wo beide Mannschaften mit Herz und Leidenschaft auch Fußballspiel haben. Ja. Es war trotz der Tabellensituation, denke ich, auch ein ansprechendes Fußballspiel. Beide Mannschaften haben versucht, Fußball zu spielen. Ich denke, wir hatten in der Summe gesehen die besseren Chancen. Müssen mit dem 1-1 leben, können wir aber gut. Und ja, für uns ist es jetzt 4 Punkte in 2 Spielen und wir gehen positiv ins nächste Spiel. Danke.